So, lassen wir den zweiten auch gleich mal raus. Und jetzt müssen wir mal gucken, was der Gigant Spinosaurus, das passt bei dem vom Bestand her. Und beim Krichton, also beim Krichton, ja, ist der Bestand zu hoch, das ist überfüllt. Soziale Gruppe 1 bis 5. Okay, das heißt, wir könnten eigentlich... wie viel haben wir denn davon überhaupt? Wir haben nur die beiden hier, ne? Der kann aber auch, glaube ich, alleine, oder? Ja. Der könnte alleine. Ich überlege gerade, ob ich beim Giganto vielleicht noch welche rausschmeiße. Die brauchen 4 bis 10. Haben wir 5. Das heißt, wenn wir ihn hier rausschmeißen, den letzten, dann sollte das halbwegs wieder passen. Füge Aufgabe hinzu. Dann sollte es also vom Bestand her zumindest passen. Und jetzt sollten eigentlich auch mehr und mehr Besucher in den Park strömen. Ja, 27%. Wird langsam. Gucken wir mal in die Forschung kurz rein. Gebäude-Upgrades. Kostet uns 744.000. Ja, das machen wir doch. Schalten wir direkt mal rein. Und hier die 5 Millionen für die Brutstellenversicherung 2.0 geben wir auch einfach mal aus. Damit wir es einfach mal freischalten. Ich meine, das Geld haben wir. Jetzt haben wir es aktuell. Ja, und die neuen machen sich hier gleich bemerkbar. Hier, die Gyrosphäre kann gerade nicht weiter, weil gerade die beiden hier den Weg versperren. Gut, aber wir haben schon wieder keinen Strom. Darum sollte ich mich vielleicht eher kümmern, als irgendwelche Fotos zu machen. Starten wir das mittlere Kraftwerk hier mal neu. So, hier haben wir noch den betäubten Dino. Den können wir dann auch auswählen und jetzt verkaufen. In der Hoffnung, dass das jetzt hier den Gigantospinosaurus... Ja, okay, die freuen sich jetzt wieder, der Bestand passt. Und... dann haben wir noch den Krichton, der sagt natürlich immer noch, dass es ein bisschen überfüllt ist, aber wir holen ja gerade einen ab und verkaufen den. Das heißt, wir sollten dann eigentlich keine Überfüllung mehr haben. Hoffe ich zumindest. Ja, jetzt sagt er, jetzt ist er wieder zufrieden. Sehr schön. Okay, also das Gehege hier ist jetzt voll. Ich denke mal, ich werde die Krichtons nochmal irgendwie verkaufen. Weil wir haben hier... 4 bis 16, idealer Bestand. Und beim Krichton ist es 0 bis 8. Also, wenn wir die beiden verkaufen, darf er nochmal was anderes uns reinholen. Mal gucken, was wir denn da noch so haben. Auch so ein bisschen Besucher noch mal zusätzlich anzieht. Haben wir schon Stegosaurier? Nee, haben wir noch nicht. Idealer Bestand 5 bis 19. Soziale Gruppe 5 bis 19 ist ein bisschen zu viel. Insinoceratops haben wir noch gar nicht gehabt bisher. Okay. Zumindest hier noch nicht. Ich glaube, den Nigersaurus, den könnten wir uns hier mal reinholen. Verändern wir das die DNA nochmal ein bisschen. Also setzen wir einfach mal wieder zurück. Wobei, eigentlich ist es jetzt auch egal. Ja, wir brüten einfach mal aus. Holen uns davon mal 2. Und dann werden wir jetzt die beiden hier mal betäuben und verkaufen. Und dann könnten wir eigentlich noch... Wir haben Arbeit, die interessant für Sie sein könnte. Produktverkauf, Velociraptor. Ja, dann züchten wir einen Velociraptor uns doch mal hier ran, oder? Hinten bei den Fleischfressern. Ich meine, so ein Velociraptor hat schon was. So, wo haben wir den Velociraptor? Da. Alle Genome wieder zurücksetzen.
Soziale Gruppe 2 bis 6. Könnten eigentlich mal 3 züchten, dann verkaufen wir einfach einen davon. Und gucken mal, wie sie sich im Gehege so machen. Notfalls verkaufen wir die Dylos einfach. Wenn die sich nicht vertragen, die ganzen. Den verkaufen wir und den verkaufen wir auch, die beiden. Toiletten sind voll. Dann sollten wir da auch nochmal wieder ein bisschen ein kleines Upgrade reinpacken. So, Kleiderladen ist noch nicht voll. Das Restaurant ist voll. Dann erhöhen wir da die Kapazität auch mal wieder ein wenig. Ja, für 26 können wir es, glaube ich, ganz gut verkaufen. Auch wenn wir noch ein bisschen Minus machen, aber das wird schon noch wieder ins Plus gehen. So, der Nigersaurus ist fertig. Einmal ausgebrütet, können wir wieder rausholen. Und das kleine, so ein kleines Schnabeltier. Sieht ganz putzig aus mit seinem langen Schnabel da vorne. Ja, ja, erstmal schön brüllen, ne? Der zweite ist auch da. Das heißt, den können wir auch direkt mal freilassen. Und, ja, er ist im Moment noch einsam, aber sein Freund kommt ja jetzt gerade. Na, da hinten ist er. Und dann fühlen sich die beiden hier bestimmt gleich wohl. Ja, ja, ist zufrieden. Sehr gut. Na, unser kleines Kraftwerk hat schon wieder keinen Strom. So, der erste Velociraptor ist fertig. Den lassen wir nochmal direkt frei. Da kommt er. Oh oh, das gibt Ärger. Aber der wird verkauft. Nein, doch, du wirst verkauft. Noch streift er umher. Der Dylo ist gar nicht so happy. Jetzt kämpfen die beiden auch. Na, da hat der Helikopter nicht getroffen. Vielleicht sollte der Helikopter mal treffen. Nur mal die Treffsicherheit ein bisschen erhöhen. Ah, ich glaube, ich erhöhe die Treffsicherheit von dem Helikopter mal ein bisschen. Von dem ACU-Team. Da können wir nämlich Verbesserungen kaufen. Und zwar hier die Treffsicherheit. Machen wir gleich nochmal. Gleich mal doppelt. So, ACU-Planung nochmal. Und Nachladetempo holen wir uns auch nochmal mit dazu. Und dann, ja, Planning. So. Ist er jetzt betäubt, der Raptor? Ja, jetzt haben sie ihn endlich getroffen. So, und den verkaufen wir dann direkt. Und die anderen beiden lassen wir jetzt einmal frei. Und hoffen, dass die Dylos sich mit denen vertragen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ist auf Futtersuche direkt. Ja, der hat Bock auf die Gäste. Der wird die gerne wegsnacken, glaube ich. Aber sozial sieht es ganz gut aus, vom Bestand her ist es auch okay. Ich habe gehört, Sie haben sich bei diesem Verkaufsauftrag selbst übertroffen. Was sagen die Dylos dazu? Gute Arbeit. Sollte aber eigentlich auch passen. Vielleicht vertragen die sich ja gleich wieder. Dann warum sollte man nicht mehrere Fleischfresser in einem Gehege haben können oder halten können? Ja, wenn nicht, dann stirbt halt irgendwer. Das wird schon gut gehen. Und wenn einer stirbt, dann müssen wir halt uns was einfallen lassen. Aber wenn die irgendwann aufhören, okay. Die haben zumindest aufgehört zu streiten. So, behandeln.
bestätigt. Kein Problem. Einverstanden. Aufgabe erhalten. Ich glaube... Sie und ich sind ein tolles Team. Ich zeige Ihnen die Aufträge, Sie schließen sie ab. Oh, okay. Jeder gewinnt. Also, ich mein, wie sieht's aus? Sollen wir einen weiteren Sieg einfahren? Erlauben Sie einem Suchomimus, einen Gigantus Spinosaurus im Kampf zu töten. Nein. Die müsste ich züchten und das wäre ein bisschen aufwendig. Der Baryonyx, der hat einfach so, boah, ich schlaf einfach ein bisschen. Ich schlaf einfach und lass das so ein bisschen über mich ergehen. Ich glaube aber, dass mit den Raptoren und so, das passt jetzt hier auch. Schauen wir einfach mal. Die werden jetzt einfach behandelt, kriegen jetzt ihre Spritze da injiziert. Und dann sollte das doch auch soweit passen. Und dann vertragen die sich bestimmt hier auch auf Dauer. Da bin ich fest von überzeugt. Und es bringt halt neue Besucher in den Park. Ne? 561, da sollten wir vielleicht dann auch nochmal ein bisschen Personal aufstocken. Grundsätzlich. Das Restaurant ist dann schon ganz gut besucht. Souvenirladen sieht gut aus, Fastfood-Restaurant. Sehr wenig Gäste, da können wir dann irgendwie ein bisschen was rausnehmen an Personal. Ja, wir ein bisschen Gewinn machen hier grundsätzlich. Unser mittleres Kraftwerk ist ausgefallen. Dann sorgen wir nochmal dafür, dass es wieder hochgefahren wird. Was ich mir überlegt habe, wir könnten eigentlich auch nochmal ein großes Kraftwerk bauen. Und zwar hier hin. Dann haben wir zumindest, selbst wenn der Strom mal ausfällt, immer noch ein bisschen Sicherheit und können dann entspannt reagieren auf eventuelle Reparaturen. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, als so komplett abhängig zu sein von dem Strom. Und dann führen wir den Weg mal hier lang. Und hier in die Ecke ran. Und dann können wir den Weg hier, also das neue Kraftwerk, dann auch so miteinander verbinden. Das Restaurant sieht auch noch gut aus. Die Toiletten hier. Er hat keinen Strom, okay. Deswegen brauchen wir das große Kraftwerk. Ich glaube, jetzt versteht ihr es besser, warum wir es brauchen. Wird aber gerade noch gebaut, also das sollte auch passen. Die Toilette hier wird fast gar nicht mehr besucht, also wundert mich aber auch nicht. Auch wenn wir da vorhin noch einen extrem hohen Bedarf hatten. So, die Raptoren, die Baryonyx und so, die sind hier alle ganz gut drauf, auch wenn der jetzt hier so ein bisschen die Gyrosphäre es liegt mir fern, kaputt macht. Eine andere Abteilung der Sabotage unserer Arbeit zu bezichtigen. Aber ich habe einen Verdacht. Ja, ich habe einen Verdacht. Okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall nochmal bei den anderen Aufträgen ein bisschen Gas geben. Damit wir einen besseren Ruf erreichen. Ja, die beiden kämpfen hier schon wieder. Über zwei, die miteinander kämpfen. Everybody was Kung Fu fighting. So. Ja, ich glaube, das wird auf Dauer hier nicht gut gehen. Vielleicht brauchen wir einfach noch mal ein bisschen weitere Essensmöglichkeiten für unsere Fleischfresser hier. Ich meine, könnte ja vielleicht sein, dass die sich ums Essen streiten. Oh, hier ist einer tot. Ups, der Dilo ist auf jeden Fall tot und wird jetzt gerade gefressen. Ja, nee, ist ein Moment. Hat er gerade seinen Kollegen gefressen? Okay. Transportieren wir mal den ersten Dino hier ab. Den Toten, den wir hier haben. Soweit, es musste ja irgendwann passieren. Gut, wir sollten uns nochmal um neue Aufträge kümmern. Gerade hier um das Marketing an sich.
haben kürzlich gute Arbeit geleistet. Brüten Sie einen Pentaceratops aus und lassen Sie mit einer Dinosaurierbewertung von mindestens 128 frei. Das sollten wir doch hinkriegen. Müssen wir mal gucken. Wie sieht es hier aus? Der Bestand ist gut. Ich glaube aber, dass der Dracorex... Ja, der könnte ein bisschen Probleme machen. Pentaceratops. Müssen wir mal gucken, wie viel der Pentaceratops... mit wie vielen... Also wie viel der braucht. Das ist der ideale Bestand 3 bis 9. Ja, okay, das ist schon wieder fast ein eigenes... Das ist schon wieder fast ein eigenes Gehege, um ehrlich zu sein.